Ja, danke schön, Gerd Joachim von Fallo. Und bei mir im Studio ist Professor Tilman Meyer, Politikwissenschaftler. Herzlich willkommen. Grüße Sie, Frau Buchkern. War das, was wir jetzt eben von Martin Schulz gehört haben, tatsächlich so eine vorsichtige Andeutung eines Richtungswechsels? Also einen persönlichen Schwenk musste er ja hinlegen und hat sich da doch ein bisschen gequält bei dieser Präsentation. Er hat ein gewisses Pathos bemüht, dass die europäischen Partner ihm als ehemaligen europäischen Parlamentspräsidenten signalisiert haben und so weiter und so weiter. Also die Stimmungslage, die er erzeugen wollte, ist klar, dass man eben sozusagen neue Verantwortung übernehmen muss und dass man deswegen sich von Dingen, die man vor kurzem noch gesagt hat, verabschieden muss. Ist das ein bisschen ein Gesichtsverlust für ihn? Also in gewisser Weise schon. Also es ist natürlich einfach kein einfacher Weg. Und ob man ihn Gesichtsverlust direkt nennen will, jedenfalls ist man von der Führungsspitze her bemüht, die Sache kontrolliert zu haben, diesen Wechselprozess. Aber die Gespaltenheit der Sozialdemokratie ist natürlich nach wie vor ein großes Problem. Nicht nur wegen der Jusos, sondern auch andere Gruppierungen der Basis, die der Meinung sind, dass eben der bisherige Kurs der richtige war. Opposition gegen die Regierung, gegen große Koalitionen und so weiter. Da plötzlich umzuschwenken und Teil des Ganzen zu sein, das ist eine gewisse Zumutung. Die Parteibasis soll befragt werden, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung kommen könnte. Wie groß ist diese Hürde? Sie haben es gerade schon angedeutet, es gibt Teile der Basis, die überhaupt nicht dafür sind. Also wenn die wenn die Befragung nicht gleich morgen oder übermorgen erfolgt, dann gibt es einfach einen gewissen Lernprozess, sage ich mal, eine Angewöhnung an die neue Situation und Konstellation. Dann könnte es sein, dass man eben dieses Idol Schulz dann eben auch nicht im Regen stehen lässt und sich ihm anschließt und sagt, gut, wenn wir eben über diesen Fluss gehen müssen, dann oder über diesen Graben springen, dann machen wir das mit. Aber es ist natürlich heute noch nicht zu erwarten, dass die Sozialdemokratie so ohne weiteres jetzt zu neuen Ufern aufbricht. Das ist schon, sind deswegen solche Pressekonferenzen wahrscheinlich nötig, die sowohl ihn als Vorsitzender noch stabilisieren, das ist ja alles noch nicht so ganz sicher, als auch eben die sozialdemokratische Anhängerschaft mitnehmen sollen. Wie kann man denn der Parteibasis der Sozialdemokraten eine erneute große Koalition schmackhafter machen? Welchen Weg könnte Martin Schulz da gehen? Ich fand, es ist von Anfang an nach der Bundestagswahl eben nicht richtig gewesen, auszuschließen, dass man diesen Weg geht. Und der stand damals am 25. September genauso fest wie jetzt Mitte November, dass man natürlich einfach jetzt deutlich etwas herausholen kann aus dieser Situation. Zumal auch der Finanzminister nicht mehr an Bord ist, sondern hier neu dieses Amt besetzt werden muss. Also es gibt viele Chancen, sich stärker in Szene zu setzen. Natürlich bleibt die Schwierigkeit oder die Erfahrung, dass viele große Koalitionen zu Schaden oder zu Lasten der Sozialdemokratie gegangen sind. Deswegen muss man hier natürlich schon schauen, was man herausholt. Die Position, die Maximalposition, dass man sagt, ohne die Kanzlerin antreten zu wollen, glaube ich, ist vom Tisch. Das würden die Unionsparteien dann doch nicht mitmachen. Die SPD möchte sich reformieren, hat sie mehrfach betont. Kann man das in einer großen Koalition überhaupt? Es ist ja nach wie vor eine neue Führung mit Schulz. Also wenn er doch noch irgendwie sich profilieren würde, was man jetzt nicht so eigentlich erkennen kann, bisher jedenfalls, dass diese Regeneration schon irgendwie erkennbar ist. Falls er das hinbrächte, dass man das in einer Koalition auch noch bewältigt durch neue Gesichter, neue Personen und so weiter, dann ist es möglich. Aber natürlich ist das Projekt Regeneration in der Opposition zunächst mal jetzt nach diesem Kurswechsel zu Ende. Dankeschön soweit.